Ja, moin Leute und herzlich willkommen bei Bodycam, einem super realistischen Multiplayer-Shooter. Hör, was ist denn jetzt los? Jetzt komme ich auf irgendeine Website, okay. Über uns, ja, okay, juckt. Ach du Scheiße, ist das laut. Alter, what the fuck. So, wie leise? Okay, gut. Willkommen. Warum höre ich mich eigentlich selbst? Okay, ich höre mich tatsächlich selbst aus irgendeinem Grund in dem Game. Cool, I guess. Willkommen bei Bodycam. Warte mal, ich bin dann wahrscheinlich... Warte mal. Ich bin dann doch auch in der Aufnahme doppelt zu hören. Das ist, glaube ich, nicht so cool. Hallo? Test 1, 2, 3, warte mal. Hallo? Okay. Okay, ich muss jetzt gerade mal erst so ein bisschen reinfinden in das Game. Ich weiß nicht, ob das dafür gedacht ist, so ein Video darüber zu machen, aber ich mach's jetzt einfach trotzdem mal. Es gab so ein anderes Game noch, was so ähnlich war. Irgendwie auch so ein ultra-realistischer Shooter, der mit An anfängt, also UN. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der jetzt genau hieß. Der ist noch nicht draußen, aber dieses Game ist vor kurzem erst rausgekommen und ich dachte mir, ja, möchte ich sofort mal gern für einen kleinen, als kleinen Einteiler einfach mal hochladen und wir schauen mal rein. Ob jetzt irgendjemand spielt, ich hoffe einfach mal schon, ansonsten ist das jetzt blöd. Ich kann wirklich nicht ausstellen, dass ich mich selbst führe, oder? Das ist wahrscheinlich, um mit anderen Leuten irgendwie zu reden oder so, aber warum höre ich mich denn dann selbst? Okay, egal. Gibt es irgendein Tutorial oder irgendwie sowas? Nee, ne? Es gibt kein Tutorial, kein nichts, einfach rein irgendwie. Einfach mal Quickplay, I guess. Wir gucken mal, was das Game drauf hat. Jo, alles klar, das war Bodycam, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Was war das denn? Okay, jetzt höre ich mich aber auch nicht mehr doppelt im Übrigen, ne? Was ist passiert? What happened? Haben die mich einfach gekickt, oder was?
Shit. Okay, Leute, ich habe währenddessen jetzt mal nicht so viel gesprochen, quasi gar nicht, weil ich nicht wusste, ob sie mich hören können oder nicht, weil ja irgendwie dieses Voice-Chat-Ding an ist. Ich glaube nicht, dass sie mich hören können, wenn ich jetzt einfach so spreche, aber ich weiß ja nie so genau, ich wollte jetzt nicht da rumcringe irgendwie Commentary geben. In der letzten Runde hat es ein bisschen gelaggt, also richtig krass gelaggt, meine ich damit. Ich hatte irgendwie nur so 10 FPS, aus irgendeinem Grund nur in der letzten Runde. Die anderen Runden davor ging es ziemlich flüssig sogar, sieht ultra geil aus, also sieht schon wirklich richtig fett aus. Und an und für sich auch gar nicht schlecht, ist irgendwie, keine Ahnung, der Modus jetzt mit so wenig Leuten, vielleicht kann man da irgendwie noch ein bisschen mehr rausholen. Vielleicht wäre das auch mit Freunden oder irgendwie mit Mates halt einfach geiler. Aber so overall muss ich sagen, obwohl es ein bisschen verbuggt wirkt, wie gesagt jetzt auch mit der letzten Runde, wo es ein bisschen stark geleckt hat. Ansonsten ziemlich interessant das Game und wirkt erstmal ziemlich cool. Würde ich erstmal jetzt so aus dem Stand, ist ja Early Access auch, würde ich eine 8 von 10 geben. Erreicht auf jeden Fall so ziemlich das, was es erreichen soll. Wir gehen nochmal einmal rein. Einmal machen wir noch eine Runde für dieses Video und dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Dann hat man auch eigentlich ja so ziemlich auch schon alles gesehen, ne? Mehr als das gibt es ja auch nicht zu sehen. Sagt mir schon eher zu hier. Thank you.
Killing-Spree jetzt, let's go. Und ja, ich glaube, hier kann ich wirklich reden. Jetzt hat er gar nicht im gleichen Team. Mann. Nicht von hinten. Hey, gar nicht so schlecht. Ich finde 5 Leute auf dieser Map sind auch genug. So. Also, 5 Leute. Genug. Auf dieser Map. Ich fand das sehr cool. Das hat schon viel mehr Spaß gemacht, finde ich. Also, wenn ich jetzt dann nochmal privat spiele, und das werde ich wahrscheinlich auch tun, dann auf jeden Fall auch wieder so Deathmatch auf dieser Map mit 5 Leuten. Und das war nice. Das hat Spaß gemacht. Das Game sieht wirklich ultra geil aus. Und macht auf jeden Fall auch Spaß. Also, ja. Vielen herzlichen Dank fürs mit dabei sein. Wir haben Bodycam heute ausgetestet und ja, vielleicht kommt es nochmal auf dem Kanal. Irgendwie, wenn ich es, vielleicht streame ich es ja sogar mal. Auf jeden Fall werde ich noch ein bisschen daddeln. Ich würde doch auf 9 von 10 anpassen, weil ja, also der andere Modus ist dann halt wieder viel mit Zugucken. Das ist halt wie ein Counter-Strike, ne? Wenn man jetzt dauerhaft in Action sein will, wenn man ein neues Game austestet, dann doch vielleicht lieber einfach erstmal Deathmatch. Konnte man sich jetzt leider nicht aussuchen. Das wäre cool, wenn man sich das noch aussuchen könnte. Aber es gibt schon ein Rangsystem, es gibt scheinbar schon Punkte, mit denen man sich neue Sachen freischalten kann, vielleicht sogar Skins oder sowas. Und alles in allem, auf jeden Fall ein sehr cooles Game. Gerne auschecken, frisch auf Steam rausgekommen, Bodycam. Das war's von meiner Seite, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten, bis dahin und ciao.